Zurück hier wieder im Verlies des entweihten Kelches, Ebene 3, direkt vor dem Boss auf Amygdala. Habe ich mir jetzt diesmal wieder Hilfe geholt vom Königinmörder. Letztes Mal hat es zwar nicht optimal funktioniert, aber vielleicht könnte es ja funktionieren. Ich lasse es mal nochmal auf den Versuch ankommen. Ich habe ja immer noch später die Option auf Kooperationspartner umzusteigen. Aber wollen wir es doch mal nur mal ein bisschen wissen. Ich muss einfach bloß nochmal ein bisschen besser auf meine Positioning hier aufpassen. Also immer schön hinter ihm bleiben und auf seine Arme ziehen. Das sind die zwei wichtigen Sachen. Müssen wir mal schauen, wo die Arme überall waren. Weil interessant wird wahrscheinlich sowieso wieder dann die nächste Phase, dann wenn er wieder austickt. Also wenn er dann seine Arme ausreißt. Ups, und das möchte ich. Es ist natürlich die Frage, wie lange ein Königinmörder diesmal durchhält. Bevor er mich wieder amüsiert. Oh, das war sauberer Treffer. Yes, yes, yes. Und jetzt Positionswechsel. Und auf den Arm wieder. Yeah. Und auf den Arm wieder. Und auf den Arm. Egal welcher Arm. Wir sind alle recht. War das nicht so, dass man sogar seinen Arm irgendwie abschlagen konnte? Wow. Der Typ hat sogar eine Kanone dabei. Der ist ja gut vorbereitet. Das Wichtigste an der ganzen Sache ist immer noch dieser wilde Schlagsturm, wie ich jetzt mal ihn so nennen würde. Weil genau den muss ich halt ausweichen, weil der überall sein kann, der Angriff. Deswegen vorsichtig sein. Ja, genau dem. Aber wenn ich danach seine Arme treffe. Oh yeah. Und nochmal. Und den Sprung ausweichen. Und vielleicht. Oh yes. Er liegt. Ah, reißt noch so. Ah, er ist tot. Der andere. Aber dafür. Und jetzt glaube ich beginnt schon langsam ein Reset vom Kampf. Bei dem ich aufpassen muss, wo ich stehe. Und ihn danach die Arme zerpflücke. Yep. Mach weiter so. Ah. Das war jetzt zum Beispiel genau schlecht, weil genau da eben sein. Oh Mist. Und jetzt muss ich wieder vor ihn kommen. Ganz unauffällig. Und. Treffer. Auf den Arm. Mist, 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 Mist. Da muss ich irgendwie besser rüberkommen. Pff. Gut, es gibt mir genug Zeit, um kurz voll zu heilen. Und diese komischen Explosionsteile interessieren mich jetzt mal nicht. Kurzer Buff und weiter geht's. Der Laser interessiert mich auch. Herzlich wenig. Solange es nicht bei mir explodiert. Oh, scheiße. Tödlicher Treffer. Ich hab's halt irgendwie noch nicht so ganz raus, wo denn seine Schläge da überall hinpanschen und wo nicht. Aber an und für sich ist das eigentlich bloß ein strategischer Kampf. Soll ich schon rufen? Ich versuch's mal. Wenn einer helfen will, darf er helfen. Ich meine, das ist ja immer noch eine lohnenswerte Sache, um an ein paar von den Steinchen ranzukommen. Steinchen? An die Blutechos. Jetzt muss ich bloß die Glocke ausrüsten. Gott, Menü ist. Nimm mal die Flöte weg, die nervt. Die, wenn ich dann zufällig irgendwann mal im Kampf ausrüste und benutze, das wäre ja mal fatalster Fehler. Und das war immer noch fatalster Fehler, weil es nämlich immer noch die falsche Glocke ist. Nicht die Chorglocke, sondern die Herausforderungsglocke. So viel Arbeit, nur mal kurz zu bimmeln. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich auf die Schnelle jemanden finde. Ansonsten ist natürlich wieder der Königinmörder hier. Ein interessanter Partner, der wohl zumindest in der Anfangsphase mir den Gegner ein bisschen vom Leib hält. Am besten hole ich mir gleich mal.
Kooperationspartner ist jetzt die Sache. Je nachdem, wie schnell er halt ist. Wenn denn einer da ist. So, halten wir schon mal den ersten Gehilfen. Ich muss aufpassen. Ich glaube, da unten hat man schon wieder nicht mehr bimmeln. Also die Suche starten können. Nur hier oben. Da warte ich jetzt einen kurzen Augenblick. Ich check mal kurz mein Menü. Und nochmal kurz meine Waffen vor allem. Da war ja eigentlich alles noch in Ordnung. Für die Waffen habe ich mir jetzt natürlich die Spitzhacke ausgesucht. Habe ich ja schon längst erklärt. Ludwigseitige Klinge, fetter Angriffsboost. Bla bla bla. Und dann vielleicht irgendwann mal die Wirbelsäge, weil ich sehe immer die ganze Zeit diese Wirbelsägen. Anscheinend ist die wirklich eine bösartig starke Waffe. Aber ich habe es halt noch nicht so richtig ausgetestet. Mache ich irgendwann mal. Irgendwann, wenn ich mal Lust darauf habe. Ansonsten, Items für den Kampf, ja, ein bisschen verzaubern. Sonst zurecht für den Kampf selbst, sehe ich meistens nicht. Gift wegheilen, Wahnsinn wegheilen. Die Kapseln sind mir ein bisschen so... Bisschen so ungeheuerlich. ja. Ansonsten fällt mir nichts ein. 3, 2, 1. Ich habe keine Lust mehr. Attacke. Wie sieht's eigentlich überhaupt aus? Ja, voll. Ich habe also sowieso noch nicht viel von meinem Blut hier verbraucht. Lag ja jetzt bloß hauptsächlich daran, dass eben dieses Viech mich mal wieder ein bisschen bösartig getroffen hat. Immer der erste Schlag. Immer der erste Schlag, weil der ist wenigstens schön nach oben. Schön hacken. Hacken. So ist die Spitzhacke her. Vorgibt. Hacken. Hacken. Schlagt. Hacken. Hacken. Weil das ist die absolut wahre Kunst gegen diesen Amygdala. Ich habe jemanden erwischt. Sainwin. Aber von ich wusste gar nicht, dass das während des Bosses auch noch funktioniert. Seit wann ist er das so? War schon immer so? Nie aufgefallen. Aber cool, wenn er jetzt noch schnell reinstürmt, kann er ja vielleicht noch ein bisschen was abhaben vom Boss. Ich meine, es wird bestimmt noch ein bisschen dauern, bis ich den down habe. Kleinen Augenblick noch so und so. Auf den Arm! Oh, solange der Tank da... mein guter Tank hier so durchhält, ist das einfach nur sauber. Yes, Arm weg. Nee, doch nicht. Hab bloß geblutet. Zu euphorisch gewesen. Hä? Jetzt muss ich mal ein bisschen einen Reset machen, damit ich mit der Shadow nicht rankomme. Der könnte mal ein bisschen mehr in die Mitte. Ich sehe mir ganz recht. Aber auch so, sieht es eigentlich recht gut aus bisher. Die Hälfte runter. Kaum Treffer eingesteckt bisher. Der Kopfpartner sieht auch ganz gut aus. Der scheint ein bisschen mehr auf Bogen abzugehen. Naja, kann er ruhig machen. Okay, ich depp, da hört ja meine Blut. Ich hab's noch. Na, die hole ich mir nachher. So viel Zeit ist jetzt erstmal nicht so. Jetzt ist vielleicht Zeit. Was mich doch irgendwie jucken. Und auf den Arm. Ah, yes. Und jetzt, glaube ich, beginnt es gleich, oder? Noch nicht ganz. Vielleicht bei einem Drittel oder so. Ja, ein bisschen Abstand. Sprung. Ausweichen. Yes. Eine mitgeben. Ausweichen. Ah, vorbildlich momentan. Wie nach Lehrbuch. Ah. Ist eine Sekunde zu spät ausgewichen. So, nichts eingehen lassen, voll heilen. Schauen, was er macht und drauf reagieren. Nicht gierig werden. Das ist natürlich nur die wichtigste aller Regeln.
der Jäger ist tot. Naja, passiert. Ah, er hat sich schon die Ärmelchen ausgerissen. Scheiße, blöde Soße, hat mich besiegt. Da wollte ich an ihr vorbeihüpfen und dann bin ich nicht mehr vorbeigekommen, weil er im Weg gestanden ist mit seinem blöden Körper. Verdammt, die Soße, den habe ich, die Soße habe ich aber noch nie mitbekommen, oder? Selbst damals nicht, als ich unten bei dem gekämpft habe. Das ist natürlich jetzt blöd gewesen. Ich hätte natürlich jetzt zurückweichen können, aber dann wäre natürlich wieder ein Reichweitenangriff gekommen. Das wäre auch blöd gewesen. Ah, wobei ist irgendwie jetzt nicht so geil. Lass mal einfach nur mal auf den Versuch ankommen. Klingeln wir einfach nochmal. Vielleicht kommt er ja nochmal. Ich meine, ich habe Einsicht immer noch en masse. Habe immer noch eine Menge von den ganzen Weisheiten zu verbrauchen. An dem mangelt es mir sicherlich nicht. Und extra einen Blutbrocken jetzt zu verkaufen, habe ich auch keine Lust. Also, nur raus damit. Vor allem die Kooperateure, mit denen ich zusammenarbeite, wird es freuen. Deswegen sind sie ja auch hier. So. Soll ich mal reingehen? Ja, ich gehe nochmal rein. Wenn es wieder genauso funktioniert wie vorhin. Warum nicht? Was halt immer noch ziemlich ätzend an dem Mistviech ist, dass der so viel Kraft hat. Das hätte ich ja schon längst zerfetzt. Aber an und für sich treffe ich ihn ja recht oft. Wenn ich aufpasse. Hack den Arm ab. So, die Kamera nach oben zu schwenken, ist bei dem gar nicht mal so verkehrt, stelle ich gerade fest. Absolut nicht verkehrt. Oh, Kanone. Oh. Uiuiui. Wusste gar nicht, dass die Kanone so viel Rückstoß hat. Ist ja eigentlich recht geil. Der Schlagsturm. Weg da. Aber ein bisschen mehr in die Mitte. Am Rand ist halt so unglaublich zügig, wenn er an die Wand dich schleudert und danach noch ein Treffer kommen würde. Na, was passiert jetzt? Wieder dieser Schlagsturm. Der ist echt tückisch. Oh. Diesmal scheint er nicht mehr zu kommen, der Kevin. Naja. Vielleicht hat er wieder was Besseres vor. Ich hätte eigentlich theoretisch auch was Besseres vor. Nämlich zur nächsten Ebene weiterzutreten, um den nächsten Boss zu sehen, der wohl vielleicht dann wieder noch tückischer ist. Dann langsam aber sicher habe ich genug von Amygdala. Ach, Mist. Au. Das war jetzt fast fatal. Auch wieder die Position total falsch eingeschätzt. Wenn er mal hier ein bisschen in die Mitte kommen will. Ah, da kommt diese blöde Soßenattacke. Könnte der mal kommen? Come on, geh doch mal in die Mitte wieder. Yes, danke. Wenigstens hört er mal ein bisschen. Oh, die Soße kommt wieder. Ah, oh, Mist. Jetzt bin ich natürlich allein und muss wieder den ganzen Kampf allein choreografieren. Mal schauen. Und ran. Auf den Fuß aufpassen. Und ran. Hinter ihm stehen. Ausweichen. Sprung kommt. Ui. Schlagsturm ausweichen. So, komm, ein paar Tritte. Versuch's mit ein paar Tritten.
direkt hinter ihm, ist doch gut, oder? Hoffe ich doch. Au. Ist doch nicht so geil. Ah, ein paar Lasers. Ja, der Laser ist lahm. Wenn man nicht unbedingt lahmarschig ist. Ich muss wieder. Er ist also wieder so nah an der Wand. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, soll ich mal herjumpen? Komm an. Komm doch mal her. Komm doch hierher. Genau hierher. Treffe ich mal wieder ein paar Arme. Warum will er eigentlich kicken? Der hat doch sonst immer bloß gekickt, wenn ich hinter ihm stand. Aber mir ist es eigentlich recht. Da treffe ich ihn wenigstens. Ich könnte auch viel öfter mal sein Gesicht ein bisschen zermatschen. Jetzt hat er sich nämlich auch ein bisschen verdient. Oh, jetzt geht's los. Die Amas-Reißphase. Aber was mache ich da jetzt am besten? Das ist jetzt die Frage. Ich habe es nämlich echt immer so wirklich drauf, was da am Geisten ist. Meine Schweife ist irgendwie ungeil. Sprungattacke. Oh. Death? Oh nein, komplett Death. Blöder Sprungangriff. Damn it. Und so hätte ich eigentlich wieder zu wenig Blue Fion für den Kampf. Nervig. Da muss ich eigentlich wieder mal die übliche Prozedur machen. Wie mache ich es jetzt am besten? Meine Glocke läutet auch nicht. Dann mache ich es wieder mit dem üblichen Ding. Ich hole mal kurz meine Blutechos, warp mich weg, warp mich ganz weg, bla 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 bla. Hab's, ich kann wieder nachtanken. Oh, tschüss. Der ist zu langsam, mich jetzt noch zu erwischen. Nice. Dann kurzer Restock, dann wieder bimmeln und dann wieder versuchen. Ah, es ist das unglaublich brutal Gemeine an diesem Dungeon. Dass ein Treffer alles bedeuten kann. Ah, das ist so nervig. Vor allem, der Kampf zieht sich halt so lang hin. Und wenn da einmal ein Fehler passiert, ist der so lange Kampf einfach mal Geschichte. Du kannst wieder vorne anfangen, den so langen Kampf. Das ist das daran, was eigentlich schwierig ist. Sorry. Ah, Moment. Wenn wir schon hier sind, dann auch gleich mal hier die aufstocken. Dann kann ich wenigstens wieder ein bisschen zaubern. Was habe ich. Na, das wird auch nicht rausreißen, oder? Wenn ich noch andere GP-boostende Sachen reinbaue. Was habe ich denn jetzt nochmal alles drin? Maximal Ausdauer, maximal GP und mehr Echos. Ich könnte ja mehr Echos mal austauschen mit. Naja, 5%. Da gibt es bestimmt noch ein drittstufiges. Aber das habe ich halt nicht. Oder vielleicht gibt es doch kein drittstufiges. Nee, bin mir nicht sicher. Jedenfalls bringt mir das alles. Ich hätte wenigstens die Schadensreduktion. Ah, ist plus 3%. Was gibt es sonst noch? Gesamte Schadenreduktion, aber ich glaube, das bezieht sich eher auf die Elementareffekte. Egal, was ich mir aus. Oh, alle Reisearten. Oder vielleicht doch. Ist hier eine Beschreibung dabei? Da könnte ich ja wenigstens mal ein bisschen abwägen. Oh, Moment. Jetzt bin ich komplett aus dem Ding raus. Aber nee, ich glaube, das war nicht brauchbar.
Und dann lasse ich es einfach erstmal so, erstmal wieder reparieren. Aber falls jemand noch weiß, ich habe in die Waffe ja ein bisschen was reingebaut, was zwar ein bisschen die Haltbarkeit runtersenkt, aber auch den Angriff ziemlich boostet. Ach, ich habe sie ja auch ausgebaut. Wusste ich doch, dass ich da jetzt was vergessen habe. Ach, scheiß drauf, ich versuch's einfach mal. Diese kleine Funzenenergie. Ja, mal schauen, vielleicht. Ich könnte. Ah, Moment, es gibt. Gibt es denn ja eigentlich auch noch eine. Da gab es eine Rune, die wo doch das Aufladen boostet. Das wäre vielleicht noch ein bisschen interessanter, weil es ja immer an diesen kleinen Funzeln hängt. Ah, falsch. Du hier, du da, du da. Und du abrüsten und dann gleichzeitig. Blue Fuel Maximalwert. Das ist eigentlich auch nicht, was ich brauche. Da gab es doch irgendwie was mit. Eingeweihtenangriffe. Ach, Mist. Da habe ich mir jetzt wieder getäuscht. Da versuche ich es trotzdem mal so. Ich dachte, es gab irgendwie eine Rune, wo es vielleicht dann mehr Lebenspunkte zurückgibt, wenn du eben eine Fiole benutzt. Aber das, glaube ich, war getäuscht. Das war nicht das. Da gehe ich mal erstmal wieder zurück und versuche es nochmal. Ich langsam aber sicher gehen ja auch seine Möglichkeiten an verschiedenen Angriffen aus. Und dann muss da mal was gehen. Den Kopf, der ist natürlich auch sehr ein sehr beliebtes Ziel. Gerade wenn er auch den Sprungattacken und sowas macht dann. Ich muss da bloß irgendwie aufpassen, dass ich den auch richtig treffe. Dann wäre es eigentlich schon eine ziemlich geile Idee eigentlich. Habe ich jetzt mehr Energie? Könnte ein bisschen sein. Ich meine, es ist ja immerhin 15% plus 10%. Stackt ja ein bisschen. So, bis jemand kommt. Königinjäger. Dieser Kanon ist geil. Der hat einen Rückstoß auf den Boss. Nicht mal so. Ja, schwach, würde ich mal sagen. Auch wenn er natürlich ein bisschen besser Kleidung tragen könnte. Außer dem blöden Goldgedöns auf dem Kopf. Aber naja, der wird sich schon was dabei denken. Oder auch nicht. So, die Glocke bimmelt erstmal. Magie habe ich dabei. Wollen wir es nochmal auf den Versuch ankommen lassen? Auf geht's! Er muss doch immer mal down gehen! Oh, yes! Schöne Kanonenkugel von ihm. Au! Ah, da! Double. Ich glaube, das bisschen mehr Energie könnte aber wirklich trotzdem sehr hilfreich sein. Mal schauen, wie sich das jetzt herausstellt, der Kampf. Aufs Gesicht. Aufs Nicht-Gesicht. Oh, jetzt lasert er. Ich glaube, ich gehe wieder auf die Arme. Das ist einfach ein bisschen besser zu treffen. Was war denn jetzt schon wieder los? Ah, jetzt hätte ich vielleicht. Ja. Lieber auf den Arm! Auf den Arm! Alter, ich reiß den schon was raus und mit Hilfe von dem Königin-Mörder geht es echt ein bisschen ab. Aber ein bisschen. Dann ist er halt irgendwann mal der von, dann habe ich das Problem, dass er. Dass ich wieder das ganze Akku habe. Und es ist unschön, so zu kämpfen dann. Bin ja so ein Riesenviech. Ruhe! Wir sind ja noch lange fertig. Ups. Okay, up back in action, hätte ich gesagt. Gerade wenn ich hier so rum. Funkelt. Oh, ich glaube, da kommt gleich so sehr weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Nochmal lasse ich mich auf diese Technik nicht ein. Oh, der macht so punktuelle Schüsse. Wusste ich doch, dass das vorhin schon so ein bisschen komisch sich angehört und ausgesehen hat. So, jetzt wieder ein bisschen Schaden machen. Oh ja, yes. Ich will schon wieder was wissen. Oh, nein, 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 nicht schon wieder, nicht schon wieder! Weg da, weg da, weg da, weg da.
War schon wieder dabei, diese Soße, dass die irgendwie mich festhält. Zum Glück ist es dann doch nicht so gekommen. Yes! Frame Drop! Frame Drop! Ah, das ratscht! Das ratscht gut! Und er hat auch volle Kapitermörder. Vielleicht schaffe ich es ja noch rechtzeitig. Ich muss mehr pumpen, mehr Energie. Mehr Schaden. Aus Gesicht! So, jetzt ist er leider Gottes sehr stark in der Ecke. Das nervt gerade ein bisschen. Wenn er noch ein Stück herkommen würde, komm mal, noch ein kleines Stückchen mehr. Geh doch mal wieder her. Dann geht's wieder ein bisschen. Hacken. Au. Das war ein bisschen zu übermütig, in seine Richtung vom Kopf zu gehen. Scheiße, er ist weg. Aber einen Vorteil hat es, jetzt kann er wenigstens doch mal herkommen. Hier zur Mitte, come on. Komm doch mal her. Auf den Arm. Und nochmal auf den Arm. Und... Schlagsturmgewitter? Nicht. Ah ne, das war der Ausreiß-Move. So, ins Gesicht. Die Soße. Oh ja, Treffer. Schaden machen, schnell, schnell. Ganz viel Schaden machen. Und resetten. Sprungattacke abwarten. Schlagsturm abpassen. Sprungattacke abpassen. Ah! Nein, schon wieder komplett down. Auch die Sprungattacke ist doch echt nervig. Oh Mann, ey. Oh, nicht am Stupsen. Da zerquetsche ich ihn doch fast. Nur wegen dem einen Sprungtreffer immer. Ah. Die Attacke muss man aber auch wegrollen, weil sonst kommt man nicht weg von dem Ding. Aber ich es wieder nicht geschafft. Ich muss den Amygdala jetzt mal irgendwie vernichten. Ich mache jetzt für diese Folge Stopp. Das nächste Mal hoffe ich vielleicht gleich mit einem Kopfpartner starten zu können. Und dann ist endlich mal Schluss mit den Amygdala, weil diese Verliese, die ziehen sich sonst ein bisschen sehr lang. Und das möchte ich nicht. Deswegen, tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.